I took her to my penthouse and I freaked it. Was? 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 Hallihallo, Freunde. Hallo. Willkommen zurück. Pokémon Feuerrot! Rot wie das Feuer. So ungefähr so Feuer das wie mein Feuer Mixtape. Der Leidenschaft. Soundcloud, am I right? Ramenhudel Mixtape coming soon. Ja, tatsächlich gibt's hier in Vertania City nichts für uns zu tun. Zumindest im Moment. Wow. Wir werden später nochmal zurückkommen, denn hier oben befindet sich... Nix. Nein, da oben befindet sich eine Arena. Oh no. Aber die ist noch verschlossen. Und die ist noch zu overpowered für uns. Nein, die ist noch zu, da kommen wir gar nicht rein. Denn wir sind Scrubs mit unserer Suppe und wir brauchen mindestens Gyros, damit wir... Können wir bitte unser nächstes Pokémon Gyros nennen, danke. Werden wir. Oh, ein Hornliu, aber Hornliu will ich eigentlich nicht. Dann will ich ein Raupi. Dein Haus kaputt, dann können wir Suppe noch ein bisschen leveln. Dann leveln wir Suppe noch ein bisschen. Ich will ein Raupi, weil wir in der ersten Generation sind und Smetbo einfach alles wegfickt, was ihm in den Weg kommt. Klingt gut. Möchtest du bitte nicht während der Let's Play-Aufnahme trinken? Das gehört sich nicht. Ich habe das schon bei der letzten Aufnahme gemacht. Das ist sehr unhöflich. Das sagst du jetzt? Deswegen hast du keine 10 Abonnenten. Ich habe schon mehr als 10 Abonnenten, okay. wenn du wüsstest, wie viele Abonnenten ich momentan habe. Ich habe... Herr Daro Boosting. Ich muss... Meine Freunde, ich habe dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Warum kämpfst du denn nicht gegen mich? Pläpp. Das tut er jetzt gleich. Fight me, boy. Hier gibt es tatsächlich... Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt links rumgehe. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hornliu, weiche. Satan. In Raupenform. Ich habe 14 Abonnenten. Okay. Krass. 14. Los, Freunde. Wir machen 40 draus, oder? Auf alle hin. Can we hit 40 Subs? Let's go, boys! War hier, dann ist es erst in den Remakes, dass hier ein Trank versteckt ist. Mist! Ich wollte mich jetzt als klug darstellen. Oh no. Hier gibt's übrigens einen schönen Glitch, wo wir an der Stelle des Spiels Level 100 Nidoking kriegen. Nidoking! Aber... What the fuck are those? Das war aber Nidoqueen. Ach, stimmt. Aber ich glaub aus... Hey! Du hast dein Pokémon, los, lass uns kämpfen! Ich glaub aus... Gründen, die ich nicht weiter erläutern muss, werde ich das jetzt nicht zeigen, den Glitch. Bevor andere Kinder das noch nachmachen. Richtig. Und wir haben generell keine Pokébälle, um dieses Nidoqueen einzufangen oder Nidoking. Generell haben wir die Problematik, dass Suppe sehr wenig Schaden macht und noch keine Step-Attacke hat. Ja, Step-Attacke, um das dir ganz kurz zu erläutern. Ich denke, die meisten, ich weiß nicht, gab's in der, jetzt bin ich der Dumme, gab's in der ersten Generation schon Step-Attacken? Das werden wir noch herausfinden. Nein, das werden wir eben nicht herausfinden. Step heißt einfach nur Same Type Attack Bonus. Das heißt, wenn Wasser-Pokémon eine Wasserattacke angreift, benutzt, ist die Wasserattacke stärker, als wenn Pflanzen-Pokémon eine Wasserattacke benutzt. Ah, wow. Das, Das könnten wir theoretisch auch herausfinden, aber das wäre sehr aufwendig. Natürlich wäre es herausfindbar, aber. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine Wasserattacke. Suppe lernt Blubber. Blubber. Raupi! Es ist der Blubber, die Krankheit aus SpongeBob. Oh no. Oh Gott, kennst du diese eine Folge von SpongeBob, wo Gary, glaube ich, bei Patrick gewohnt hat und als SpongeBob zurückkommt, geht's Gary ganz schlecht. Und dann versucht SpongeBob Gary dieses eine Schneckenelixier zu geben oder so, wie er Spritze. Und spritzt sich dann versehentlich selbst. Ja. Und dann werden alle zu Katzen. Und dann werden alle zu Schnecken. Schnecken, richtig. Es sind Schnecken, keine Katzen. Ja. Ah! Und am Ende, also alles, was Gary machen musste, war was essen. Und am Ende sind sowohl Gary, eben weil sie ja sowieso eine Schnecke ist, als auch SpongeBob, als auch Thaddäus, alles Schnecken. Ja, das war eine sehr seltsame Folge. SpongeBob hatte einige sehr seltsame Folgen. Definitiv. Sprechen wir nicht drüber. Ja, besser nicht. Es gibt sehr seltsame SpongeBob-Folgen. Sehr, sehr seltsame. Aber wie jeder weiß, keine Folge ist so seltsam wie die von Squidward Suicide. Die nicht existiert. Angeblich nicht. Nein, die existiert nicht. Das ist eine Creepypasta, genau wie Ben Drowned. Ja, genau so wie... You can't believe that shit.
You shouldn't believe that shit. It makes you paranoid. Nein, es gibt Sachen, die das Internet in den frühen 2010er Jahren. What is this, 2012? Richtig, es war ein dunkler Ort. Ja, sehr dunkel. Es war ein dunkler Ort, der nicht gut für uns war. Oh Junge, 2012, da war ich 13. Ich 2012, da war ich 15. Ich habe sehr lange für diese Rechnung gebraucht. Tja, als 1990er Kid hat man es dann deutlich einfacher als du. Ich muss einfach nur ein Jahr draufzählen und dann weiß ich, wie alt ich war. Den. Komm, kämpf gegen mich. Ha, fight me, boy! 1v1v in real life, Scrub. Let's throw fists. Let's do them battles. Do them battles. Everybody was kung fu fighting. Those guys were fast. Währenddessen können wir ja weiter über Pikachu reden. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge über Pikachu geredet. Dass die aussieht wie eine Ratte. Wie eine Maus. Ja, richtig. Wusstest du, dass. Haben wir darüber schon gesprochen, dass Pikachu eine Weiterentwicklung hat? Haben wir in Wind Waker darüber gesprochen? Ja, dass, ich glaube schon. Okay, dann sprechen wir jetzt nicht weiter drüber, guckt einfach Wind Waker. Nein! Guckt Wind Waker! Wer verweist zu einem anderen Let's Play? Nein, Pikachu hatte ja, hat sich die Entwicklerin, also die Designerin von Pikachu, hat sich dazu geäußert, dass Pikachu eigentlich ursprünglich eine Weiterentwicklung, also Raichu hatte ursprünglich noch eine Weiterentwicklung, und zwar Gorochu, das aber aus balancing-technischen Gründen rausgenommen wurde aus dem Spiel, denn ursprünglich sollte Pichu nicht existieren, das kam ja auch erst später dazu in der zweiten Generation, sondern Raichu sollte noch eine Weiterentwicklung haben, die aber wohl, ich meine, wenn es in der ersten Generation aus balancing-technischen Gründen entfernt wurde, dann muss es schon ziemlich broken gewesen sein. Ja, gut. System broke. Ja, dann muss es schon viel zu stark gewesen sein. Die große Frage ist, haben sie es anstelle von Balancing-Problemen eher rausgenommen, weil sie sich nicht sicher waren, ob sie diesen Querverweis machen sollten? Was für ein Querverweis? Ein Querverweis zu Zelda. Denn wie heißt die Weiterentwicklung von Raichu? Gorochu. Und was für Wesen gibt es bei Zelda? Ach so, die Goronen, nein, aber das ist irgendwie nach einem japanischen Donnergott benannt. Das würdest du jetzt sagen. Aber ich persönlich würde sagen, dass sie Angst hatten, schon einen Querverweis zu Zelda zu machen. But that's just a theory. A game theory! Thanks for watching! Ich bin mir auch ziemlich sicher, die Entwickler so... Ups, ich bin falsch. Im Nachhinein gesehen auch Raichu nicht eingefügt hätten. Weil Pikachu einfach viel zu populär wurde. Aber dann dachten die sich wahrscheinlich, ja gut, wir können halt nicht ein einphasiges Pokémon auf den Markt werfen. Nein. Als die erste Generation rausgekommen ist, war ja Pikachu noch nicht so populär. Ja, stimmt. Pikachu wurde ja erst später so populär. Ja, für den Trank. Und ich glaube, so im Nachhinein gesehen, gut, du kannst dich einfach Pokémon entfernen. Aber die haben ja Pikachu auch durch Kugelblitz zum Beispiel, durch das Item ziemlich gebufft, das nur Pikachu tragen kann, nur Pikachu verstärkt. Das stimmt. Und Pikachu ist ja dermaßen populär geworden, Raichu nicht. Das ja gut. Ich glaube generell, sehr viele Leute weigern sich einfach, Pikachu zu Raichu weiterzuentwickeln. Weil du kannst in der Game-Edition dein Pikachu tatsächlich gar nicht weiterentwickeln. Echt nicht? Du kannst ein Pikachu fangen und es weiterentwickeln, aber das Pikachu, das du als Starter-Pokémon kriegst, weigert sich, sich weiterentwickeln zu lassen. Okay. Es kann sein, dass ich Bullshit gelabert habe. Oder ist es so, dass wenn du es weiterentwickelst, es nicht mehr hinter dir herläuft? Okay. Also eins von beidem. Also du kriegst eindeutigen Nachteil dadurch, dass du Pikachu weiterentwickelst. Merkwürdig. Pikachu ist ja eh... Also es gibt so ein paar Pokémon, die dermaßen populär geworden sind. Das ist krass. Ja. Ich habe auch letztens... Ich weiß nicht, ob ich mit dir schon drüber gesprochen habe, aber ich habe letztens gelesen, dass Pokémon das wertvollste Franchise aller Zeiten ist. Also nee, haben wir noch nicht drüber geredet. Haben wir noch nicht drüber geredet. Let's talk about that. Tatsächlich ist Pokémon... Good morning, Stats. Laut der Statistik, die ich gelesen habe, 25 Milliarden Dollar mehr wert als Star Wars. Und Star Wars ist das zweitwertvollste Franchise, das existiert. Okay. Gut, du hast auf der einen Seite kannst du halt, du hast
mittlerweile 700 Pokémon, über 700 Pokémon, die auch teilweise echt süß sind und so. Das stimmt. Und die auch teilweise Flaggschiffs sind. Also die teilweise echt Flaggschiffe sind. Ich meine, du musst mal drüber nachdenken. Also was ich von den ganzen Special Edition Trailers von den Versionen, die man auf dem 3DS für Pokémon bekommt, was es auch alles für Fanservice-Pokémon-Versionen, Pikachu-Versionen gab. Wobei, ne, so viel gab's da nicht. So. 5 bis 10. Nein, ne, es gab, glaube ich, die Gelb-Edition ist die einzige tatsächlich, die in der Form existiert, wie du sie jetzt... Okay. Muss ich aufpassen, dass wir nicht wegen Gift gleich 2, 3, okay, das schaffen wir. 4, 5, 6, oh Gott, 3 HP hat unser Suppe noch. Ja, aber es gibt ja so viele Pokémon, die auch sich als Maskottchen machen und die auch riesige Reichweiten an Fans haben. Jetzt zum Beispiel, als Beispiel jetzt hast du Pikachu oder du hast Glurak. Stimmt. Du hast Lucario. Das auch. Du hast Zoroark. Es gibt... Ich glaub generell jedes Pokémon, das es bis zu Smash Bros. Zum Beispiel auch geschafft hat. Greninja, richtig. Eben, Greninja ist auch inzwischen ein Maskottchen geworden aus irgendeinem Grund. Ich mag es nicht. Ja, hatten wir schon drüber. Ja, wir hatten es in einem Let's Play. Nee, wir hatten es nicht mal in einem Let's Play darüber. Wir hatten es privat darüber. Wir hatten es privat darüber. Ich mag Greninja nicht. Es hat seine Zunge als Schal um den Hals gelegt. Das, ja. Warum versuche ich überhaupt hier... Und dennoch hat Greninja es geschafft, zu einem weiteren Flaggschiff des Pokémon-Franchises zu werden. Ja. Also es gibt einfach so viel, was du als Merchandise vermarkten kannst. Und es gibt so viele Spiele dazu, es gibt so viele Filme dazu. Ich glaube, es gibt über 20 Pokémon-Filme mittlerweile. Ja, ja. Wir können ja schon mal in die Arena gehen und die ersten Trainer besiegen. Aber seien wir ehrlich, das einzig wahre Pikachu, zu dem man auch Merchandise und so weiter machen sollte, ist die Pikachu-Puppe. Welche Pikachu-Puppe? Der Pikachu-Imitator, dieses eine Wesen, das wirklich einfach nur aussieht wie eine Puppe, das aussieht wie Pikachu. Ich kann dir später ein Bild zeigen. Ach, du meinst Mimikyu? Ja, Mimikyu meine ich, ja. Ach so. Ach so, ja, aber Mimikyu ist ja ein eigenes Pokémon. Mimikyu ist ein Geist-Pokémon, es kann fliegen. Und Puppen können nicht fliegen, also lüg nicht. Puppen können sehr wohl fliegen. Also in dem Moment, wo deine Puppe fliegt, würde ich mir sehr Sorgen machen. Kommt drauf an, über was für eine Art von Puppe wir reden. Marionetten sind auch Puppen. Aber die schweben ja nicht, die hängen ja an Fäden. Ja, aber dadurch schweben sie, dass sie an Fäden hängen. Und ein Schweben heißt ja das Levitieren ohne äußeren Einfluss. Was ist die Definition von Schweben? Lasst uns Google öffnen. Okay, Google. Lasst uns darüber philosophieren. Was ist Schweben? Schweden ist ein Land im Norden von Europa. Schweden ist hauptsächlich für einige Sachen bekannt, wie zum Beispiel Köttbullar und Ikea. Zudem haben sie einige tolle Sachen, wie eine weitere konstitutionelle Monarchie und die Gruppe ABBA, wo wir es bereits in einem Wind Waker-Let's Play über ABBA und Madonna hatten. Oh ja, weil ich ABBA und Madonna irgendwie, ich hab nein, wir hatten davon Lied, das sowohl von ABBA als auch Madonna rausgebracht wurde. Also es ist nicht dasselbe Lied, aber es hat eine sehr ähnliche Melodie. Nee, es ist die gleiche Melodie, es ist einfach ein Cover. Aber dass halt der Text geändert wurde, es ist ein... Dann ist es ja kein Cover. Es ist eine Art Remake. Im Rap würde man es Sample nennen. Oh no. Sie haben also ABBA, Madonna hat ABBA gesampelt. Oh, wir haben die Definition von Schweben. Boys, ja, let's go. Ja, Schweben. Wie es im Duden steht. Offiziell Duden. Also, Schweben. Wortart, schwaches Verb. Häufigkeit 3 von 5. Worttrennung, Schweben. Du sollst zur Definition runter. Bedeutungsübersicht. 1a. Sich in der Luft, im Wasser oder ähnlichen im Gleichgewicht halten, ohne zu Boden zu sinken, beziehungsweise sich schwebend irgendwo hinbewegen. Zweitens, unentschieden, noch nicht abgeschlossen sein, im Gange sein. Ach so, ja, wenn es doch schwebt. Eben. Synonyme zu schweben, flattern, fliegen, gleiten, schwirren, segeln. Hängen, pendeln, baumeln, bammeln. Fraglich offen sein, in der Schwebe, schwebe... Schwebim. Warum gibt's hier nur Hornju? Ich will einen Raupi haben.
noch nicht entschieden, unentschieden sein, ungeklärt, ungelöst, ungewiss sein. Es hat also nichts damit zu tun, dass es ohne Fremdeinfluss ist. Ich will einen Raub hier haben. Schon wieder noch nie. Wie war das nochmal? Die Weiterentwicklung von Honolio kann eigentlich nur eine Sache, und das ist Härten, was die Verteidigung verbessert. Achso, ja, das ist Kokuna. Ja. Aber Safcon kann das auch, die Weiterentwicklung von Raupi. Kokuna, use Harden. Yay. Yay. Ich will ein Raupi! Du findest in diesem Gras keine Raupi. Da gibt's aber Raupi, und Raupi hat eigentlich dieselbe Wahrscheinlichkeit zu erscheinen wie Honolio. Nun, offensichtlich ist dein Münzwurf-Game nicht so stark. The coin flip is strong in this one. Nein. Oder wir fangen uns einfach im Pikachu. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir hatten den Deal, dass das nächste Pokémon, das wir fangen, nennen wir Gyros. Okay. Wir müssen Pikachu Gyros nennen, wenn wir es fangen. Aber ich finde, Gyros passt leider nicht zu Pikachu. Gyros passt so gar nicht zu Pikachu. Was sollen wir? Da steht sogar Maus dabei, also dass es nach einem Reiskuchen designt ist. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre Energie Blitzgewitter erzeugen. Wie sollen wir dieses Pikachu nennen? Schreibt es in die Kommentare. Wir werden diese Kommentare nicht rechtzeitig lesen, denn wir machen das wie Game Grumps. Also die Folge sowieso im Voraus aufnehmen. Gyros können wir sie jetzt nicht nennen. Wie nennen wir es? Schinken. Pikachu, Pizza, Wie heißen diese japanischen Reisbällchen? Kacke. Google mal schnell. Oh. Okay, Google. Wie heißen japanische Reisbällchen? Hey, Google hat es richtig erkannt. Es liest nichts vor. Ah, schade. Onigiri. Und wir präsentieren euch unser neues Pokémon im Roster Onigiri. Yay! Okay, Freunde, dann würde ich sagen, bringen wir mal offscreen Onigiri ein bisschen auf den aktuellen Stand. Obwohl es. Vielleicht trainieren wir noch ein bisschen hoch, weil Shigi die Arena eher im Alleingang machen muss, weil Pikachu gegen eine Gesteinsarena nicht so viel anrichten kann. Let's solo carry this bitch. Dann hoffe ich, dass die Folge euch so gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Tschüss.